Ja. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Die taucht bestimmt bald wieder auf. Nur eine Idee, aber... Vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst gejagt, nachdem mein Double starb. Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Dann schütz deinen Freund und sag gegen Mary aus. Die Vorwürfe, all die Toten, das ist alles ihre Schuld. Du musst die Wahrheit sagen. Ein Fluch. Ihr seid wahrlich des Teufels. Hoffentlich stoppt das die Kleine und holt uns hier raus. Mal sehen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Da war Andrews Double. Er wollte Mary anklagen, weil sie nur ein boshaftes Kind sei und nicht mal eine Hexenjägerin. Das kann nur gut für uns sein. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Die einzige Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie.
Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Wir sitzen hier ernsthaft in der Scheiße. Klar, weiß ich. Ich raff den Ernst der Lage. Wir werden das überstehen. Ganz sicher. Danke. Bin grad einfach so nervös. Wir sollten los. Taylor! Bist du's? Halt dich fest und lass mich auf keinen Fall los! Lass mich, ich rette dich und die anderen! Leute, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Hä? Ja, toll. Nur weil diese blöde Kuh es nicht hinbekommen hat zu schlagen. Nicht dein Ernst. Und ich war so gut bisher. I can't believe Taylor's gone. What the fuck? Wir müssen weg von hier. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Warum müssen die immer Englisch reden zwischendurch? Das ist doch sehr nervig. Aber das hatten wir im ersten Teil, glaube ich, auch schon, dass das irgendwie nicht so ganz vollendet war, als er schon längst draußen war. Aber mich stört es jetzt wirklich, dass ich das Ziel getroffen habe, aber verschiedene Tasten gedrückt habe und es nicht funktioniert hat. Ich kann es nicht glauben. Ich glaub's nicht. Ich war so gut. Ich habe bisher alle gefunden, alle weitergebracht. Mann. Das macht mich jetzt traurig. Taylor kann nicht tot sein. Sie kann nicht tot sein. Taylor würde wollen, dass wir uns jetzt zusammenreißen und weitergehen. Und genau das werden wir auch tun. Dein Double muss vor Gericht über Mary auspacken. Nur so können wir sie stoppen und diesen Albtraum überleben. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los. Sehen wir uns um.
Ich bin immer noch frustriert. Okay. Also nicht okay, aber wo sind die anderen? Oh. Da steht immer, man soll zusammenbleiben und dann dreht man sich um, weil man irgendwas angefasst hat und plötzlich sind sie alle weg. Stadt. Moment, da ist noch was. Bleibt mal stehen, Leute. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Kann man auch nichts, ne. Oh, ich wollte gerade sagen, wer ist das jetzt? Hilfe. Ja. Stimmt für Carver als Bürgermeister 666. Mh. Okay. Moment, aber die stand jetzt da unten. Stehst du nur so da? Komm, jetzt beweg dich doch mal. Stehst du nur so da oder gibt es da noch irgendwas, was man angucken kann? Ah, scheint nicht, hier blinkt nichts. Weil die stehen ja oft schon mal da, wo man sich was angucken kann. Komm, geh ein bisschen schneller. Schaut mal! Sie kommen. Du entkommst ihnen nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da. Tja. Hier drin war schon lang keiner mehr. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Welchen Weg soll ich einschlagen? Mein Gewissen befiehlt mir, Mary anzuklagen, doch der Gedanke daran betrübt mein Herz. Das ist schwer, na klar. Wäre es für jeden. Mary ist nur ein Kind.
Das ist aber nicht das, was du sagen solltest. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary hat mir gestanden, dass sie gelogen hat. Sie sah nicht, wovon sie sprach. Sah weder Hexen, noch Teufelsdiener oder Teufel. All das entsprang nur der Fantasie eines Kindes. Verstehst du den Ernst dessen, was du hier behauptest? Ja, werter Richter. Nun gut. Wir sind fertig. Mary wird bei mir bleiben? Angesichts deiner Aussage kann ich das nicht verantworten. Reverend Carver wird Marys neuer Vormund sein, so will es das Gericht. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubble gesehen? Er war da. Er hat ausgesagt, dass Mary gelogen hat. Sie hat nur gelogen. Gut, und was jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Es war, wie er gesagt hat. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Genau. Nicht sie raus hier. Genau der. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Okay. Da gibt's einen Ausgang. Im Erdgeschoss. In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972, schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. So, sie hat gesagt, wir sollen die Treppe runtergehen, ne? Schwer vorstellbar, aber dieser Ort war mal voller Leben. Hm. Und jetzt liegt hier einfach alles in Schutt und Asche. Aha. Was ist da passiert? Hat sie ihn sitzen lassen? Tinny und Vince oder sowas? Leute, geht mir mal aus dem Weg. Ich soll mich hier umsehen. Hörst du das? Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Ist da was? Halt, da war was. Datiert 21. Januar 1972. Tragischer Brand durch Kinderspielzeug ausgelöst. Der Auslöser eines schrecklichen Brandes eines Wohnhauses in Little Hope an diesem Wochenende könnte ein Kinderspielzeug gewesen sein. Lieutenant David Farr von der Freiwilligen Feuerwehr Little Hope teilte dem Herald mit, dass der Gasherd in der Küche angelassen und eine Kinderpuppe daneben platziert wurde. Er glaubt, dass die Puppe Feuer fing und vom Herd fiel und dadurch die Küche in Brand setzte. Das Feuer forderte 5 Tote unter der Familie Clark. Ein Überlebender, Anthony Clark, 18 Jahre, wurde von der Polizei nach Verhaftung wegen Verdachts der Brandstiftung befragt.
Die Ermittlung in Bezug auf das Feuer scheint den jungen Mann aber zu entlasten und er wird heute entlassen. Der ist aber doch am Ende der Szene noch da reingelaufen. Der Pastor der Familie Reverend Leonard Carson von der Bischofskirche St. David's meinte, das Feuer sei eine Tragödie gewesen. Es ist schrecklich, wenn eine Familie auf diese Weise dezimiert wird. Sie hatte es in letzter Zeit nicht leicht, wie so viele andere Familien auch. Aber es war eine gute, hart arbeitende und liebevolle Familie. Und ich habe ihr während ihrer Schwierigkeiten beigestanden. Das ist eine Tragödie und hätte nicht so enden sollen. Bis dato wurde noch kein Termin für das Begräbnis festgelegt. Sowohl die Feuerwehr als auch das Büro des Bürgermeisters lobten die Schnelligkeit der Polizeibeamten, die als erstes am Schauplatz eintrafen und verhindern konnten, dass der Brand sein sechstes Opfer forderte. Durch das schnelle Denken des Beamten Reynolds und Hoffmanns konnte ein weiterer Tod verhindert werden, empfiehlt der Bürgermeister die beiden Männer für eine Auszeichnung. Marine-Veteranentreffen, Third Force Raccoon Vietnam, Ort, Veteranenhalle und so weiter und so fort. Achso, da wird dann wahrscheinlich die Medaille vergeben. Ja. Das haben wir schon gesehen. Datiert 8. August 1973. Schließung der Fabrik in Little Hope. Der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen wird die Stadt zugrunde richten. Beinahe 600 Arbeitsplätze werden in Little Hope verloren gehen, wenn die Ravenden Textilfabrik im September ihre Tore an der Harvard Road schließen wird. Von den Entlassungen sind sowohl Beschäftigte in der Hauptfabrik als auch in den Nebenbetrieben der Stadt betroffen. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt gegeben, einer Geschäftsführerin des Familienunternehmens, das seit 160 Jahren der Hauptarbeitgeber der Stadt ist. Es war eine traurige Entscheidung für uns. Wir betrachten die Arbeiter in der Fabrik als einen Teil unserer erweiterten Familie und wir wissen, wie viel Ravenden für sie bedeutet. Aber wir können das Geschäft nicht mehr weiterführen. Gespräch mit der Familie Carver, erklärte McCarthy. Aber während die Tochter empfänglich für die Ideen der Gewerkschaft sind, um die Fabrik zu retten, wurden sie vom Bürgermeister Carver stets abgelehnt. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Familie, um ihr Unternehmen und unseren Lebensunterhalt zu retten, aber anscheinend will der Bürgermeister keine Partner. Ein weiteres Gewerkschaftsmitglied, das anonym bleiben möchte, brachte seine bittere Meinung zum Ausdruck. Es geht nur ums Land. Die Stadt gehört schon seit Generationen den Carvers. Wenn sie aus dem Land keinen Profit schlagen können, drehen sie die Hähne zu. Da die Fabrik die Haupteinnahmequelle der meisten Familien der Stadt ist, machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Die Schließung der Fabrik wird die Stadt zugrunde richten, teilte ein Fabrikarbeiter dem Herald mit. Wir Ferrymen, Busfahrer gesucht und so weiter und so fort. Jo. Und da ist noch was? War doch gerade was. Ach so, da war das nur, weil ich mich hier bewegt habe. Samuel Notchett. Lewiston, 6. Februar 1693. Okay. Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehentlich der Vorfälle in Little, soll das wahrscheinlich sein, Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesen Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Carvers Lehren wichen vom wahren Glauben und Frömmigkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Nachforschungen sollen hinsichtlich seiner frühen Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um den Geschehnissen des letzten Jahres samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Untertänigst those Wyman Richter. Okay.
Jo. Ist anscheinend kein Geheimnis bei. Ist auf jeden Fall der Typ, den wir gesehen haben, wenn ich das richtig sehe. Soll ich mich jetzt oben noch umsehen oder was soll ich machen? Ich meine, ich laufe jetzt hier so ein bisschen orientierungslos in der Gegend rum. Aha. Ach, jetzt ist der Typ weg, okay. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Ups. Whoa. Oh, shit! Ah! Fuck. Hey, alles gut bei dir? Zieh mit irgendwas hoch, komm. Los. Greif zu! Mach hinne. Oh, euer Ernst jetzt? Lass dich nicht so hängen, versuch hochzuklettern. Lauft! Nein! Ach so, ich dachte, dass der Obere sagt das. Ach, ist der bescheuert? Oh. Nicht dein Ernst jetzt. Nein! Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ja, egal welche Taste ich drücke, es funktioniert alles nicht irgendwie. Na toll. Und schon wieder sterbe ich, weil die Taste nicht funktioniert hat. Geil. Echt geil. Das Spiel ist so scheiße, echt. Und dann sagt der Idiot doch noch, dass die fliehen sollen, was natürlich totaler Quatsch war. Der oben sollte ruhig sein und sagen, dass der hinne machen soll und hochkommen sollte. Genau wie Taylor. Tut mir leid.